Willkommen zurück mit dem Konzert für Bläser, glaube ich, von Kevin MacLeod. Hier zurück zu Crusade Fight for Power. Wir spielen, wo geht's hier los, zum Laden. Wir spielen unsere Kampagne weiter, in der wir dem König Rauros hinterher eilen. Und nachdem wir in der letzten Runde Trondheim, die Stadt im Süden, eingenommen haben und uns erfolgreich hier gegen den Süden verteidigt haben, hier gibt es nur noch ein kleines Gehöft mit zwei Bauern, das sollte zu schaffen sein. Und dann werden wir langsam unsere Conquest, unsere Eroberungszüge gen Norden ausweiten, bis wir dann hoffentlich recht bald hier oben bei, wieder nicht Rauros, sondern Flanter, dem Baron, dem 39-jährigen Baron, zu Ende bringen werden. Und ja, ich glaube, wir sind noch dran, oder? Wir haben einfach gewartet, bis wir dran sind. Also haben am Ende des letzten Zuges noch den Gegner ziehen lassen und jetzt wollen wir mal sehen, wie gut wir hier zurande kommen. Der Gute, der hat gar nicht mal so viel. Ah, der ist verletzt. Dann heilen wir den erstmal. Und du bist gesund, das heißt, du kommst mit. Du bist aber auch erstaunlich langsam für einen Ritter. Aber nein. So. Die Heiler beziffern den Preis ihrer Bemühungen mit 9 Goldtaler. Seid ihr bereit, diesen Preis zu entrichten? Aber natürlich. Auf in den Kampf! Für unsere Leute, da geben wir alles. Wir haben noch richtig gute Krankenversicherungen. Eure Order? Und ihr? Wir gehen mal. Wie weit können Bauern doch gleich laufen? Wie kannst du laufen? Du kannst 1, 2, 3, 4, 5 laufen. Dann gehen wir mal davon aus, dass der Bauer nur 4 laufen kann. Auf in den Kampf! Dann laufen wir noch einen Schritt zurück. Selbstverständlich. Milord, zu Befehl. Du was ist kommst euer Wunsch? Auf die. Ach nein, du solltest was heilen. Den musst du heilen? Ah, okay, gut. Dann stellen wir dich was aber trotzdem auf die Straße. Selbstverständlich. Was und ist euer Wunsch? Lassen den Soldat von hier heilen. Das wird schon wieder. Dann können wir nämlich den Schützen ein Stück näher an die Front stellen. Superfehl. Und hier ziehen wir unsere Leute nach. Ja, der Speer, wie ich jetzt erfahren habe, dank dem Nerubin, danke hier an dieser Stelle, sind hauptsächlich dafür gut, in Wäldern nach versteckten Einheiten zu suchen. Ihr erinnert euch, auf dieser wunderschönen Tafel gab es, wählt den Wald aus, in dem ihr eure Patrouillen postieren wollt. Und dann konnten wir halt in den Wäldern Patrouillen auf bestimmten Feldern postieren. Und wenn da jemand raufkommt, dann wird er überfallen. Oder ich habe keine Ahnung, was dann passiert, ehrlich gesagt. Ich habe das nie benutzt. Wir können ja mal aus Jux und Tollerei irgendwo irgendwo sowas benutzen. Hier vielleicht an der Ecke. Das könnte vielleicht was bringen. Oder beziehungsweise, wenn er von hier jemanden rauszieht, dann stellen wir doch hier einen rein. Derzeit habt ihr keine Waldpatrouille in diesem Wald stationiert. Wie viel wollt ihr zu einem Preis von 300 Goldtalern pro Einheit hinzukaufen? Boah! 300! Wir können uns sowieso nur eine leisten. Na gut, machen wir das mal. So aus Spaß. Die angeworbenen Patrouillen verstecken sich im Wald, um dort eure Gegner aus dem Hinterhalt heraus anzugreifen. Also hier. Aber das sieht man auch nicht, oder? Nein. Nein, hat man keine Chance rauszufinden. Na gut. Dann geht es mir mal weiter. Die haben wir gezogen, die haben wir auch gezogen. Wir haben viel zu viel Geld ausgegeben. Und ja, dann war es das erstmal. Haben wir hier noch eine Einheit drin? Nein. Ja. Gut, dann 1. Juni geben wir mal das Zepter ab. Und Flanter guckt. Leicht betreppelt, aber na gut, der hat jetzt auch einen großen Bock geschossen, aber was soll's. Ich muss echt mal sehen, ob ich die Schauspieler irgendwo finde. Also ob ich die Namen von den Leuten, die diese kleinen Filmchen machen, finde. Weil dann wäre mal lustig. Ob irgendeiner von denen was geworden ist oder so. So, der zieht seine Einheiten nach unten. Auf der Straße geht's schneller.
Und da kommt der Bauer. Und er schafft es doch noch anzugreifen. Schade. Und er hat es auch tatsächlich geschafft, zwei von unseren Rittern umzubringen. Das ist schade. Naja. Aber das... Na, das... Ich bin irgendwie gerade noch nicht so frisch, merke ich. Manor! Ihr wisst schon, das Ding mit dem roten Kreuz drauf. Sir, das heute geerntete Korn reicht nicht mehr aus, um all eure Truppenverbände ausreichend mit Lebensmitteln zu versorgen. Deshalb müssen wir leider eure privaten Kornkammern antasten. Das ist nicht schön. Wir sind doch gerade im Sommer, da sollte eigentlich alles reichen. Wobei der Sommer ist noch nicht die, sind noch nicht die Monate mit den besten Kornerträgen. Das ist, ich glaube, der September. Was auch logisch ist. Da ist ja auch dann das Erntedankfest in der Nähe. Und wir haben auch nur zwei Bauernhöfe, muss man dazu sagen. Aber das wollen wir ja ändern. Möglichst bald. Nennt uns euer Ziel. 1, 2. So, nächste Runde. Akzeptiert. Nächste Runde können Milo? Wir das... Das war jetzt so unglaublich klug. Verdammt. Richtig. Aus irgendeinem Grund kann der Ritter ja nicht so weit laufen. Auf der Straße. Also nicht weiter laufen auf der Straße als auf... stimmt das überhaupt? Ja, 2. Und auf normaler Wiese... Muss er halt auch nur 2 bezahlen, obwohl die anderen alle 3 bezahlen müssen. Liegt wahrscheinlich daran, dass er hier zu Pferde Milo. Unterwegs ist. Vielleicht deswegen. Uiuiuiui. Na, dann hoffen wir mal, dass das jetzt kein... Dass wir uns jetzt hier nicht... Mal sehen. Völlig in die Nesseln gesetzt haben. Der Spion, den schicken wir nach vorne, damit der Eure vielleicht Order. Doch noch das tun kann, wofür er eigentlich Verstanden. Da ist. Oh, wir haben ja sogar 50 Schützen. Oh. Sehr gut. Gut. Wie weit kann das... Was ist euer Wunsch? Wie weit kannst du laufen? Du kannst bis dahin laufen. Dann behalten wir das mal so, damit du nämlich den Ritter noch heilen kannst. Was ist euer Wunsch? So, das wird schon wieder. Das will ich aber auch hoffen. Du müsstest nämlich jetzt wieder gesund sein, genau, 25, du bleibst hier auf der Straße und haust das Lazarett um. Auf in den Kampf! Nix hier mit Genfer Konvention, von wegen Sanitäter greift man nicht an. Ein Glück haben wir solche Sprenzen noch nicht zu beachten. So, dir geht's auch nicht so pralle, 36 zu 14, dann stellen wir dich auch mal hier in die... In die Nähe des Sanitäters. Eure Order? Verstanden. Eure Order? Und bringt das was? Ja doch, das bringt was. Verstanden. Dann stellen wir dich noch hier hin. So. Es gibt hier auch einen Weg nach hier oben. Was? Allerdings, der führt völlig woanders hin. Ich weiß auch nicht. Tja, jetzt ist die Frage, was wir machen. Aber ich schätze schon, dass wir eher das Dorf zuerst einnehmen. Damit wir dann einen Nachschubspunkt haben. Denn wir können ja alles, was wir in der Stadt anwerben können, können wir auch in einem Dorf anwerben. Also werden wir schon versuchen, das Dorf hier einzunehmen. Wobei natürlich die Zauberer, 50 Zauberer, das ist ganz schön harter Tobak. Wie viel Geld haben wir denn zur Verfügung? Dann sollten wir vielleicht noch... Dann kaufen wir uns noch einen Katapult. Und dann würde ich auch mal hier den Spion ausprobieren. Oder wollen wir den zuerst ausprobieren? Ich habe keine Ahnung, wie schnell er ist. Aber der Nerubin hat auch geschrieben in der letzten Folge, dass die Spione unter anderem Geld stehlen können und auch andere Leute anstiften können, die Seiten zu wechseln. Und das wäre ja schön, wenn wir den Zauberer überreden könnten, dass der doch vielleicht für uns kämpft. Ich kaufe trotzdem, glaube ich, erst noch einen Katapult, weil die Katapulte sind ja relativ langsam und ich schätze jetzt einfach mal, dass ein Spion relativ schnell ist. Im Gegensatz zu 25 riesigen Holzgestellen, die man durch die Lande schiebt. Ja. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu leise. Das ist relativ schwer einzuschätzen hier.
Da kommen sie, da kommen sie. Soldaten. Da hätte es jetzt was gebracht, wenn wir da eine Patrouille gehabt hätten. Ja, und jetzt hauen. Ah, gut. Finde ich löblich. So, du läufst da rum. Soll mir egal sein. 248 Scheffel und das hat schon wieder nicht gereicht. Aber das werden wir jetzt ändern, indem wir... Nein, wir gehen erst hier nach unten. Nennt uns euer Ziel! Dann... Komm hier hin. Nennt uns euer Ziel! Schießen. Ach, der ist sogar noch verletzt. Das sollte also kein Problem sein. Wunderbar. Und wenn wir das... Nennt uns euer Ziel! Wenn wir dich jetzt hier noch raufziehen, kannst du dann noch einmal schießen? Nee, kannst du leider nicht. Milo? Ja, jetzt ist die Frage. Wie viele Bauern sind denn das? 25? Ach. Milord, zu Befehl. Milord, zu Befehl. Ach komm, wir probieren das, damit wir hier wieder 3-2 verloren. 2 verloren, 3 verletzt. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Und jetzt komme ich da wieder nicht rein. Oh Gott. Na gut, aber nächste Runde gehört's dann uns, weil dann schießen wir einfach, was er sich auch kauft, wir schießen das zu Brei und danach geht's dann weiter. Gut. Hier ist niemand. Milord. Schafft ein. Zu Befehl. Milord. Zu Befehl. Wir laufen jetzt mal da rein, da sollten ja eigentlich nur unsere Leute sein, wir sollten ihn nicht überfallen. Dann, wie weit kannst du laufen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann könnte er noch schießen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann könnte er noch schießen. Milord. Ja, trotzdem, laufen wir mal. Milord. Ach, wir müssen ja auch langsam vorwärts kommen. Wir gehen mal hier hin. Wir sind mutig. Zu Befehl. Auf in den Kampf. Was ist euer Wunsch? Du kommst hier hin, heilst unseren armen Soldaten. Was ist euer Wunsch? So, das wird schon wieder. Eure Order. Dann kommst du hier zur Seite. Deckst unsere Flanke und du deckst die andere Flanke. In den Kampf. Ja. Den Spion setzen wir... Ja, der kann einfach weiterlaufen. Der hat anscheinend auch keinen Bonus für die Straße. Und dann war's das schon wieder und dann hoffen wir mal, dass wir nicht zu viel Schaden bekommen. Und da kommen schon die... Oh, jetzt hätte ich beinahe unsere Nachgerufen verpasst. Und jetzt werden wir hier mal einen Spion kaufen. Und ich guck mal, das sind 24, die brauchen wir jetzt hier unten auch nicht mehr. Auf in den Kampf! Komm mit. So. Gut, das sollte lang. Wir lassen Flanter wieder den Zug. Spanne wollen wir nicht. Ich trinke gerade kurz was. Und jetzt... Das ist unlogisch. Warum tut er das? Na gut, 6 von 12. Ich habe keine Ahnung, wie viele das vorher waren, aber das war ein ganz schön guter Schuss, würde ich jetzt mal behaupten. Die laufen in den Wald. Also ich habe die Patrouillen auf jeden Fall mal falsch gesetzt, aber naja. Das Katapult fährt weiter. Unabhängigen Einheiten brauchen wir nicht, die beiden sind so weit weg. Ja, und schon wieder reicht das Korn nicht. Aber das
Jetzt wird es sich wirklich ändern. Er hat natürlich was nachgekauft. So. Milord, zu Befehl. Milord. Und gleich wieder raus. Zu Befehl. Wir haben schließlich keine Zeit zu verlieren. Akzeptiert. So. Hat er sich hier auch einen Bauern gekauft? Nein, hat er nicht. Kommen wir bis dahin? Ja, wir kommen bis dahin. Und nehmen mit einem Ritter dieses kleine Gehöft ein. Und jetzt hauen wir erstmal hier den Schützen zu Brei. Zu Befehl. Flatsch. Ja, was man immer gar nicht so glaubt, dass die Schwerter damals ja so scharf waren und so Milord. Stark. Ihm gehen wir mal ruhig bis hierhin. Zu Befehl. So stark, dass du mit denen wirklich, wenn du hart genug zugehauen hast, kannst du eine Schweinehälfte teilen. Zu Befehl. Und das finde ich dann doch immer ganz schön. Also eine ganz schöne Durchschlagskraft für so ein... Was ist euer Wunsch? Selbstverständlich. Ja, für so ein Stück Metall halt. Was ist euer Wunsch? So, das wird schon wieder. Für die Ritter eure nur das Order? Beste. Verstanden. Zu Befehl. Auf du bist verletzt, du bleibst mal hinten. Ja. Du kommst hier hin. Und wenn sie dich töten, dann ist es auch nicht so unglaublich schlimm um mich. In den Kampf! Nennt uns euer Ziel! Akzeptiert! Es gibt auch auf YouTube einen wunderschönen kleinen, fällt mir gerade ein, einen wunderschönen kleinen Kanal von einem natürlich. Kerl, der, Fantasy-Schwerter auf ihre reale Tauglichkeit untersucht. Der Kanal ist auf Englisch, aber ich fand ihn damals ganz witzig. Ich werde ihn mal hier oben einfach verlinken. Ich mache mal eine kleine Notiz und dann lasse ich euch auch für diese Runde allein. Ist jetzt noch nicht so unglaublich viel passiert, aber wir haben zumindest wir haben uns den Rücken freigehalten und dann sehen wir uns nächste Runde wieder. Während da mache ich mal den Schnitt hier, wenn während seine Gespanne ziehen. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.